eine großartige Stimme und eine hervorragende Akustik. Angelika Kirchschlager singt nicht nur in den großen Opernhäusern, sondern auch auf kleinen Bühnen, wie in der Pfarrkirche in Oberalm. Die Liederauswahl ist eine Mischung aus bekannten kirchlichen und weltlichen Stücken. Für mich ist es immer was Besonderes, wenn ich zu Hause singen kann. Also in Österreich ganz allgemein, aber in Salzburg natürlich im Speziellen. Und ich kenne ja die Kirche von Oberalm schon, weil da wurde meine Nichte gefirmt und ich war Firmpatin. Am Klavier wird die Mezzosopranistin von dem erst 19-jährigen Elias Gillesberger aus Linz begleitet. Trotz seiner Jugend spielte auch er bereits Konzerte in ganz Europa. Das ist natürlich einfach eine wahnsinnig große Ehre und unglaublich spannend jetzt mal aufs Neue, weil sie einfach so extrem viel Input liefern kann und so viel Erfahrung hat. Und das ist schon extrem super, ja. Seit 9 Jahren veranstaltet die Kulturwerkstatt Oberalm regelmäßig Konzerte, Theateraufführungen oder Vernissagen. Die Mitglieder arbeiten alle ehrenamtlich in den verschiedenen Kultursparten. Wir haben einen aktiven Kirchenchor, aber wir haben eben auch verschiedenste Ensembles schon da gehabt, zum Beispiel das Hohe C, dann auch andere Gesangssolisten und auch Chöre, zum Beispiel aus Bischofshofen von Andreas Gassner, also da wird immer groß ausgewählt. Ich habe mir das eigentlich immer als Obmann der Kulturwerkstatt in Oberalm auch schon gewünscht, so eine Künstlerin und speziell die Frau Kirchschlager bei uns zu haben. Und das hat mir heute wahnsinnig gut gefallen. Also von Anfang bis zum Ende, ich war tief beeindruckt. Und ich muss sagen, man merkt, dass Oberalm entwickelt sich so schön langsam zu einer Marktgemeinde für Kunst und Kultur. Am allerbesten hat mir das zum Schluss die Zugabe gefallen, das Wiegenlied, weil das hat uns unsere Mama immer gesungen, weil wir kleine Kinder waren, also meine Geschwister und mir. Und viele Lieder waren auch sehr berührend, also es ist wirklich zu Herzen gegangen. Und dass wir in Oberalm so einen schönen Konzertabend erleben können, also war wirklich also wunderbar. Es war wirklich sehr, sehr schön heute Abend. Es ist das bekannte Wiegenlied von Johannes Brahms, mit dem Angelika Kirchschlager diesen Liederabend ausklingen lässt. Am 13. Oktober lädt die Kulturwerkstatt zum musikalischen 5-Uhr-Tee im Filzhofgütl in Oberalm.